Was geht, meine lieben Soccer-Junkies? Euer Anub ist wieder hier. Herzlich willkommen zum neuen Mario Kart 8 Deluxe-Video mit der Zockermaschine. Heute wieder nun wir beide. Aber es wird sich bald was ändern. Und zwar bieten sich schon die ersten an. Aber das lassen wir noch ein Geheimnis, wer das ist. Aber erstmal, hi Maschine. Ja. Wir spielen heute Standard-Items. Standard-Items und 150 normal. Also heute eine Standardfolge. Wir haben aber zuerst für die Zockermaschine aufgenommen. So, bevor ihr das hier guckt, geht zur Zockermaschine. Und dann würde ich mal sagen, let's go. Monster ist da. Gönnung. Wir sehen uns im Rennen. Ja, ist nur ein Tipp von mir, ne? So, mir ist gerade eben erst aufgefallen, dass meine Facecam schief hing. Läuft. Ja, also Intro mit schiefer Facecam. Um was Neues, also man kann die Videos immer ein bisschen anders machen, da wird's nicht langweilig. Ja. Ja, ich habe ja auch keine Facecam-Halterung, das kommt noch mit dabei, ne? Ich habe das echt auf so einer Controller-Halter-Figur. Ja gut, man ist auf dem PC ja nicht angeschlossen mit dem Ding. Ich hätte so eine Halterung für den PC gleich mit. Also das haben eigentlich, glaube ich, die meisten Facecams mittlerweile sogar schon. Jetzt wäre eine Möglichkeit, die ich vorschlagen würde, wäre ein Stativ. Ja, nö, aber ich mach's mir gern minimalistisch, weißt du? Ach komm, Link! Du willst mich doch verarschen! So, auch für meine Zuschauer hier, wir hatten in Maschines Folge, die wir ja zuerst aufgenommen haben, überlegt, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn überhaupt nur noch mit furiosen Items aufzunehmen. Ah ja, ich war... Okay. Treffmaschine, Treffmaschine. Nee, ich bin nicht erster, alles gut. Ja, sie hätte ich aber trotzdem mitnehmen können. Nee, da bin ich extra ausgewichen. Bin zwar dafür extra ins Grüne gefahren, aber sie gab. Nee, aber bin gerade durchs Doppel-Item. Was. Ach Mann. Ja, noch ein Blitz! Was mir halt aufgefallen ist, was ich jetzt sagen wollte, dass wenn du hier getroffen wurdest, beziehungsweise einmal nach hinten fällt, kannst du machen, was du willst. Das war mit furiosen Items halt anders, ne? Aber bist du hier einmal hinten, kommst du gefühlt nicht mehr nach vorne. Und deswegen hatte ich die Überlegung aufgestellt zu sagen, okay, wir spielen echt nur noch mit furiosen Items, weil da eben halt Dinge passieren, wodurch ich dann auch nochmal die Chance bekomme, überhaupt nach vorne zu kommen. Nein. Jetzt hier bin ich natürlich ziemlich nah dran. Das ist doch ein Witz. Das ist doch so ein Witz! Ja, das ist gut. Ach komm! Erstes Rennen in meiner Folge. Keine Ahnung, achte ich mittlerweile nicht mehr drauf. Ja. Einige hatten mich privat über WhatsApp und so gefragt, was meine Nachbarn denn dazu sagen, dass ich hier so rumschreie. Also die würden einen Ausraster kriegen, wenn die mich so schreien hören würden. Ich habe das Privileg, unter mir wohnt auch ein Gamer, von daher alles halb so wild. Der kann es nachvollziehen. Der fühlt das. Und zum Glück ist auch keiner mehr dann noch mit neben mir oder so. Ich bin die höchste Instanz.
Ne? Ich habe nur jemanden unter mir. Mein Glück. Ja, gut, bei mir ist bis jetzt auch noch keiner hochgekommen, als ich beschwert. Also daher, mir soll schon egal sein. Ja, aber da kann man ja echt von Glück sagen, ne? Wenn man so wie ich jetzt gerade eben so richtig ausrastet, kannst du ja echt von Glück sagen, wenn du einen Gamer unter dir wohnen hast, ne? Ja, das stimmt. Ich sag nichts, wenn er was lauter ist, er sagt nichts, wenn ich lauter bin, ne? Das ist einfach ein Privileg. Ja, dafür habe ich bei mir unten jemand. Wenn der Musik anhat, dann ist dort bei mir die ganze Zeit Boden und die Bude gefühlt. Bei mir auch. Mein Nachbar trainiert sehr viel und Co. Der ist richtig Sportfanat, ne? Aber ich sag da nichts. Aber dafür, ne, wie gesagt, ich sag nichts bei seinen Sachen und er sagt nichts bei meinen Sachen. Ja, blöd ist halt eigentlich dann nur, wenn ich eigentlich pennen müsste. Ja, okay. Da ist halt dann nicht so geil. Wir haben bei mir auch Regeln, ne? Also mitten in der Nacht ist sowieso nicht drin. Ach komm, es ist so lächerlich. Ne? Jede Woche aufs Neue. Ach komm! Jetzt auch noch ein Blitz! Willst du mich verarschen, Game? Was bringt mir jetzt die Kombi? Stern und goldener Pilz. Gar nichts. Gar nichts bringt sie mir. Und ich werde getroffen, kaum dass dieser scheiß Stern vorbei ist. Ich bin Siebter. Das ist nicht normal. Eine Scheiße, Mann. Jede Woche aufs Neue. Sidney war aber nicht bei mir. Nee, ich rede jetzt. Wir haben jetzt dieselbe Reihenfolge wie bei dir in der Folge. Erst die Shy Guy Schlucht und dann die Delfin-Lagune. Ja. Läuft. Ich bin aber echt froh, wenn andere mit dabei sind, ne? Wenn wir nicht mehr alleine sind. Weil wirklich, dann kommt hier auch nochmal ein ganz anderer Kick mit rein, beziehungsweise dann ändert sich ja einiges. Oh ja, ich denke, boah, die Grüne. Zu früh. Ach. Dreh mich einfach den Doppel-Item ab, Junge. Ich hab nie mal eins bekommen wegen dem Kerl. Hey! Sehr schön. Mein Freund. Weil ich bin die Grüne am Arsch. Und die Hund hat mich einfach an der Seite getroffen. Nein, 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 ach. Ich bin runtergefallen. Oh mein Gott, ich hab die Flugpassage. Ach komm! Das war sehr knapp. Bei mir auch. Ja, Knorrenbau, das hast du verdient. Okay, ich hab's Doppel-Item jetzt nicht bekommen. Ach, und nur eine Münze. Sollte verboten werden. Die Münze oder Item? Ja. Was war das jetzt? Ich weiß es nicht, es war eine rote vom Rosa bei Peach. Ach, jetzt bleibe ich hängen. Es ist doch nicht normal. Ich hasse diese S-Kurve. Nee. Wo ist die denn? Alter, ich sehe Rosa Gold Peach gar nicht. Wer hat hier Cheats an? Wirklich, es kann doch nicht sein, dass sie Woche für Woche dasselbe Bild wiederholt. Verpiss dich, Roy! Ach komm! Hey.
hier los? Heute auf Abzacker-Modus. Nein, ich fall runter! So kurz vor dem Ziel! Oh. Ich kotze im Strahl. Auch in meiner Folge wieder nicht den Gesamtsieg geholt. Wir fahren aber heute echt hauptsächlich nur Strecken, die ich uns die nicht wirklich gut kannten. Ja. Ich glaube auch Strecken, die mal selten gefahren sind mit. Danke. Na gut, wir müssen auch mal davor absehen, wir sind erst in der sechsten Woche, also wir haben gerade mal 6 Wochen Mario Kart gefahren. Ich bin runtergefallen schon wieder, weil ich durch diesen Spin zu viel Schub bekommen habe und mein Skill dafür nicht ausreicht, das dann zu dodgen. Das ist natürlich blöd. Ich meine, ich habe es in deiner Folge ja schon gesagt, die Fehler werden immer minimalistischer, ne, die ich an sich mache, aber trotzdem bin ich noch nicht gut genug. Oh mein Gott, die schlägt mich auf. Hau ab! Aber ich habe die jetzt mal ganz kurz ausgeschaltet. Und ich wollte. Also das ist auch hier das Mieseste an der Strecke. Hier musst du selbst in 150 abbremsen, um die eine Kurve zu kommen. In 200 ist das noch schlimmer. Und ich bin ja nun mal ein Mensch. Ich bremse Mario Kart, bremse ich nicht. Außer in 200 CCM. Das ist natürlich tatsächlich, da bremse ich auch ab und zu mal. Aber normalerweise will ich eigentlich gar nicht bremsen und komplett durchfahren. Oh! Oh! Ich hatte den Stern! Oh! Nein, ich sehe doch da schon wieder. Ist das. Oh Mann, nee! Du kannst mich mal! Wird's auch in dieser Folge wahr, dass ich Minimum einen Sieg hol? Lass meine Träume wahr werden, Baby! Lass deine Träume wahr werden, du kannst weiter träumen! Wechseln muss. Oh mein Gott, Anubis, du bist tot. Du bist so tot. Ich merk's. Oh mein Gott, ey. Nope. Und die Piranha-Fans haben mich gerettet. Ein gebrochener Mann. Ich sag ja, heute kriegen wir hauptsächlich eher die schwierigeren Strecken. Ich rede auch, ich sag aber, deswegen einer der schwierigeren Strecken, weil auch hier durch die ganzen Hügel und so, ne? Weg mit dir, Peach. Ja gut, aber da bin ich halt schon im Mario Kart retrainiert. Ja, ich nicht. Auch hier. Ich schon. Das ist aber dann hinter eine Maschine. Aber ich glaube, dass ich noch nichts gemacht. Das war ganz knapp daneben. Oh, nein, nein. Runter. Ich auch. Link hat mich runtergebumpt. Ich krieg's kotzen.
Was willst du denn? Ich liebe dich, Marlene! Verlass mich nicht! Lass mich nicht zurück! Ich bin nicht liebenswürdig! Ich geb dir all meine Liebe! Was ist das? Kenn ich dich? Hey! Ich bin gerade auf die Netz gekommen! Glück auf den Blitz! Bist du mich verarscht? Mein Stern hat gerade aufgehört! Link! Na! Link, hau ab, Mann! Boah, ich bin fast über den Rücken gefallen. Fuck, das war so knapp. Tschüss, Maschi! Komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ich muss bitte dich treffen! Hä? Was für ein Arsch. Schon mal wichtig und richtig. Und jetzt Gas geben. Komm, 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 komm. Richtig Gas geben. Ich geb Gas, ich will Spaß. Ach, das ist doch nicht normal. Kaum bin ich erster, zack, sind sie wieder auf Penetrationsbasis unterwegs. Ich war fast vor dem Steiger getroffen worden. Ich geb's auf! Ich geb's auf! Dieses Spiel liebt mich nicht! Alter, ich habe einfach nur 39 Punkte. Zum Teufel. Also Woche für Woche nähern wir uns der Nervenheilanstalt. Ja, irgendwann gibt's einen Cup aus der Klinik. Also wenn ihr nervlich trainieren wollt, damit ihr bereit seid, um Kinder zu kriegen, spielt Mario Kart mit der Maschine. Gerade mit mir. Ja, weil man braucht sich nur meine Videos anzugucken und man weiß, warum ich das sage. Boah, cool. Ich bin Druckmittel. Yay! Wegen Händen zu gebrauchen. Wenn man schon mich nicht mag, dann kann mich auch richtig hassen mit Mario Kart. Ja, eigentlich konnte ich ihn noch nie leiden, aber man spielt ja auch nicht mit Freunden Mario Kart. Man spielt nur extra mit Feinden, damit man die auch absolut verabscheuen kann. Ich sehe die. Ich hab geblitzt. Ja, was willst du sagen? Nee. Nee. Ist egal. Ich glaube, du wolltest gerade sagen, ich sehe die Kommentare schon vor mir. Hallo! Verpiss dich mit der Grün! Welche Grün? Ich hab einen Bummerbreak! Na scheiße, ich treffe dich! Verpiss dich! Zeit ist jetzt mittlerweile vorbei. Ich hasse. Es ist jede Woche dasselbe. Du hast nicht so viel Geld. Schmeiß den Controller nicht. Nicht schmeißen, wenn du willst. Guckst du eigentlich meine Videos? Also die Mario Kart Videos im Nachhinein von mir, dem Part, um nochmal meine Sicht zu sehen?
Es ist nicht um dein Gesicht zu sehen, einfach nur um zu gucken, wie die Ränder deiner Sicht aussahen. Ja, meine ich ja, um dann die Sicht der Rennen aus meiner Perspektive zu erleben. Also ich dachte jetzt, du meinst dein Gesicht aus Topper. Nee. Ich meine nur das, was passiert ist, aus meiner Perspektive. Dann ja. Endlich mal eine normale Strecke. Ich wollte gerade sagen, das ist das letzte Rennen, aber... Nee. Ich drücke mit Item-Taste, ja, damit kann man auch super fahren. Ja. Also habe ich so geschafft. Oh, Pete hat mich weggedrückt. Dadurch habe ich kein Item bekommen. Das ist so ein geheimer Code, den wir kennen können. Und wenn du mit der Item-Taste fahren möchtest, dann bist du immer Erster. Mhm. Sieht man ja. Das weiß nur auch keiner. Und ich hab's leider nur verraten. Wieso kriege ich als Zweiter eine Münze? Weiß ich nicht. Aber so entsteht die scheiß Mythen, ne? Ja. Also auch ein Mythos ist, dass die Maschine einmal in der Woche mit irgendjemandem trifft, um sich dann meine Videos reinzuziehen. Es ist ein Mythos, das stimmt so jetzt nicht. Vor allem, mit wem sollte ich mich überhaupt treffen? Ja, deswegen sage ich ja Mythos. Du sagst immer, du hast keine Freunde. Ne? Ich sag, das ist eine reine Lüge. Maschine trifft sich mit seinen Freunden einmal in der Woche und lacht sich dann kaputt, wenn sie meine Mario Kart-Folge sehen. Ich bin gerade etwas an dich rangekommen. Also, ich wollte gerade sagen, es kommt ein blauer. Mach mal. Ändert nichts, gleich kommt sowieso nochmal ein Blitz. Mit denen ich mich höchstens treffen könnte über Discord. Mit Blue und Luisa. Oder Con Julio. Mit dem höre ich tatsächlich gar nicht so oft. Ich bin mir auch sicher, dass Con Julio. Ach, das ist doch nicht wahr. Hey! Hat dich die rote getroffen? Nein, die blaue. Ja, und ich hab vorschnell. Junge! Sind wir immer vor Jungs oder was? Schlimmer! Das ist ja schon schlimmer als vor Jungs. Wo ist meine Bombe hin? Ich hab eine Bombe genau in dein Gesicht geschmissen. Weg! Einfach weg! Ich glaube, die hatten wir bei mir noch gar nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. So, was war mit Con Julio? Ich bin mir auch sicher, dass Con Julio sich jeden Sonntag mit den Jungs von BFT, also den Doom-Clan, wo ich mit drin bin, dass die sich treffen und sich unsere Mario Kart-Videos angucken. Die lachen sich mit Garantie jede Woche auf mal ab, darüber ab, dass ich da so kassier, ey. Das kann ich mir tatsächlich noch gut vorstellen. Ich hab die Rolle zum Glück abgewehrt. Nein, und ich war in die Piranha. Und ich in deine Banane. Das wäre die Banane. Da war eine Banane. Ich hatte eine Banane. Da lag bei der Piranha lag eine Banane. Kann ja nur von dir kommen, wenn du Erster warst. Nein, kann von der Piranha auch kommen. Ich glaube, die Piranha-Pflanze hat eine Banane am Balancieren gehabt gerade. Ah. Und ich bin in die eingefahren und die hat natürlich auch ihr Item verloren, was gerade hochtreibt. Voll am Rot hinterher. Ich habe ja nicht gerade nur eine blaue gekriegt.
Hopfen Feuerblume, halt doch die Klappe! Regie, können wir das rauscutten? Negativ! Wieso, das kann man nicht entfernen? Nee! Letzte Chance, mein Ziel zu erreichen, einmal heute vor dir zu sein. Nein! Wie habe ich das jetzt gemacht? Keine Ahnung. Du musst das im Video sehen. Ich habe mit Absicht nach vorne die Bombe geschmissen, um sie aufzuhalten. Naja, das war's von diesem Part. Ich hoffe, es hat euch auch diese Woche wieder gefallen. Ciao, ich bin raus. I